Mein Thema ist heute, wenn Mobbing eskaliert, notfallpsychologische Interventionsstrategien in diesem Fall. Und ich werde da den Bogen spannen von der Situation, wenn alles gut ist, wenn wir gesund sind, auch auf der psychischen Seite, bis zu, was kann ein möglicher Endpunkt sein, wenn nicht eingegriffen wird, wenn Mobbing weitergeht bis zum Ende, unter Anführungszeichen. Kurz zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin die, die auf dem Programm schon vorangekündigt ist. Ich habe mir inzwischen meinen Namen geändert und mich getraut, wie es so schön heißt. Mein lieber Mann würde aber eher sagen, dass er sich was getraut hat, mich zu heiraten. Und Sie sehen schon, Humor ist eine wichtige Strategie und eine große Ressource in Beziehungen, egal ob in der Partnerschaft, in der Familie, bei Freunden, auf Arbeitsplätzen, in der Schule. Ich bin Gesundheitspsychologin, klinische Psychologin und habe einen großen Schwerpunkt eben Notfallpsychologie. Das heißt, wir sind Kolleginnen, die dann kommen, wenn es brennt. Ja? Wobei ganz wichtig ist, der Bereich der Gesundheitspsychologie, das umfasst alles, was Prävention ist. Das umfasst alles, was wir hier auch gemeinsam machen, sich über ein Thema informieren, sich vernetzen, ein Thema bewusst machen, gesundheitsfördernde Strategien zu verwenden und die zu betonen. Notfallpsychologie ist dann so ein Ding, wenn es wirklich akut ist, was man dann gut brauchen kann, um wieder in einen geregelten Alltag zurückzufinden. Und ich bin auch klinische Psychologin. Diesen Fachbereich kann ich gut brauchen, weil ich im Landesklinikum Neunkirchen auf der Psychiatrie arbeite. Das heißt, ich bin für Sie heute aus dem südlichen Niederösterreich angereist und habe dort tagtäglich mit Menschen zu tun, die aus welchen Gründen auch immer in eine psychische Krise gelangt sind. Und da ist mir gleich zu Beginn ganz wichtig zu sagen, diese Menschen, die zu mir in Behandlung kommen, die unterscheidet nichts von uns allen oder auch von mir selber. Es kann jedem von uns passieren. Ich sage nur, es muss nur genug auf uns zukommen und wenig Möglichkeiten zur Entlastung, damit das jedem von uns passieren kann, eben in so eine Krise zu schlittern. Und das kann Menschen betreffen, aus allen Altersstufen, aus allen beruflichen Schichten, aus allen sozialen Schichten. Und das ist mir immer ganz wichtig auch zu betonen. In der Klinik sehen wir Menschen, die wirklich schon alles oder sehr viel probiert haben, je nachdem, wie lang ihr Leidensweg schon ist, und dann so als letzten Ausweg, na, wenn alles nichts mehr hilft, na, dann gehen wir in die Psych. Wobei wir natürlich von unserer Seite zuversichtlich sind und den Menschen auch wieder Hoffnung geben können in vielen Fällen. Und wir merken auch, dass sich da die Einstellung etwas verändert hat, dass Menschen schon früher kommen. Also nicht, wenn das ganze Haus schon brennt, sondern wenn es vielleicht in einem Zimmer brennt und man den Brand noch schneller löschen kann im übertragenen Sinn. Und mein zweites Standbein ist eine freiberufliche Tätigkeit in Seminaren, Vorträgen, aber auch in selbstständiger Tätigkeit als Notfallpsychologin, wo wir vor Ort kommen. Notfallpsychologie findet nicht irgendwo im Kämmerchen in der Orte statt, sondern vor Ort, dort, wo den Menschen was passiert, unter Anführungszeichen, wo unerwartete schreckliche Todesfälle sind, wo Unfälle passiert sind, wo Angehörige damit konfrontiert sind, dass sich ein Sohn, eine Tochter versucht hat, das Leben zu nehmen. In solchen Fällen kommen wir vor Ort.
Hier mal so ein Überblick, was ich Ihnen mitgebracht habe. Ich habe dem Organisationsteam auch diese Folien zur Verfügung gestellt. Das heißt, vielleicht ist es irgendwie technisch möglich, dass Sie das auch als so eine PDF-Version bekommen, um nochmal drüber zu schauen, nachzulesen, was auch immer. Ich möchte mit einer kurzen Einführung starten, dann so in die Mobbing-Eskalation und deren Folgen gehen. Das heißt, ein psychologisches Konzept, das da sehr interessant und hilfreich ist, ist die sogenannte erlernte Hilflosigkeit, was eben bedeutet, dieses Gefühl, egal was ich mache, ich kann dieser Situation nicht entrinnen, es hat alles keinen Sinn mehr, und dann natürlich die psychischen Folgen, die das mit sich zieht. Ich klammere ganz bewusst alle möglichen somatischen, also körperlichen Folgen aus, weil Mobbing hat sehr wohl sehr starke und sehr große körperliche Folgen, sondern konzentriere mich eben auf diesen Kernbereich der psychischen Folgen. Dann komme ich so zum Thema, was eben Psychologie da bieten kann und im Speziellen die Notfallpsychologie. Und der größere Teil wird dann sein in Interventionsstrategien der Notfallpsychologie und da speziell dieses Thema Suizidalität, was eines ist, was eben so ein Endpunkt, Gott sei Dank nicht in vielen Fällen, aber doch manchmal auch so einer langen Leidensgeschichte von Ausgrenzung, Mobbing sein kann. Interessanterweise erfahren wir das oft auch nicht gleich, sondern ein großer Teilbereich meiner Arbeit in der Klinik ist eben auch psychologische Diagnostik, wo wir dann erst so stückchenweise erfahren und mit den Betroffenen besprechen, was alles dazu geführt hat, dass sie jetzt bei uns in der Klinik landen, zum Beispiel nach einem Suizidversuch oder zum Beispiel um einen Entzug zu machen, und dann kommt man drauf, dass dieser Substanzmissbrauch eigentlich ganz andere Ursachen hat und man immer sozusagen auch unter diese Decke ein bisschen schauen muss, um den ganzen Menschen zu verstehen. Hier habe ich Ihnen eine Comicfigur mitgebracht, die Sie vielleicht kennen, den Popeye. Das ist so ein Sinnbild dafür, so ist es, wenn alles gut ist. Ja, also ein gesunder, ein starker, kräftiger Selbstwert, das ist ganz wichtig für unsere psychische und auch körperliche Gesundheit. Das heißt, dass wir ohne dauernd irgendwie die Bestätigung von außen haben zu müssen, selber dieses Gefühl haben, ich bin okay, so wie ich bin als Mensch, habe ich meinen Wert. Und woraus nährt sich dieser Selbstwert? Beim Popeye ist es die klassische Dose Spinat, die er dann aufmacht, um wieder seine Muskeln zu spüren, sage ich mal. Für uns soziale Wesen sind es ganz zu einem großen Teil soziale Beziehungen. Gelungene soziale Beziehungen, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir vertrauen können, die eben beitragen zu diesem Selbstwert. Gut ist, ich sage mal, gut aufgestellt ist man, wenn es mehrere Quellen für diesen Selbstwert gibt. Also wenn das nicht auf eine Beziehung, auf eine Person alleine beschränkt ist, sondern wenn wir viele unterschiedliche Quellen für unseren Selbstwert haben, dann ist nicht so tragisch, wenn eine Quelle gerade nicht so ergiebig ist. Dann kann man gut kompensieren. Und wenn eben soziale Beziehungen nicht gut funktionieren, weil es zum Beispiel zu Mobbing und das über einen längeren Zeitraum und immer Ärger kommt und eskaliert, dann gelangen Menschen, die vielleicht vorher so wie Sie und ich ganz normal gesund waren, mit der Zeit in eine Situation, die Martin Seligman, ein ganz berühmter amerikanischer Psychologe, in den 60er Jahren als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet hat. Ein ganz zentraler Begriff in der
Psychologie, den man schon so im Studium mitbekommt und der da sehr relevant ist. Interessant ist, dass gerade dieser Martin Seligmann erstens einmal einer der berühmten Psychologen ist, die wirklich noch leben und forschen, ich kann das bezeugen, und die nicht schon von irgendwann sind, und der auch in seinem Leben so eine interessante, sage ich einmal, Wendung in seiner Arbeit vollzogen hat. Damals, so in den 60er, 70er Jahren, hat er ganz viel geforscht eben zur Hilflosigkeit, zur Depression, und seit circa 15 Jahren heißt seine neu begründete Forschungsrichtung eben mit wichtigen anderen Kollegen die positive Psychologie, falls Sie das schon mal gehört haben. Also er ist von dieser Sichtweise, was macht krank, auch in seinem Leben und in seiner Arbeit zu, was macht oder was erhält gesund, gekommen. Und das finde ich eine ganz spannende und wichtige Perspektive, auch nicht nur für die Psychologie, sondern genauso für die Pädagogik, auch für die Wirtschaft, für Arbeitsumfeld, Unternehmen, also für ganz wichtige Bereiche des menschlichen Lebens. Also er ist der Begründer der positiven Psychologie. Und vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Besser? Ein interessanter Aspekt. Positive Psychologie hat nichts zu tun mit denk positiv und alles ist gut. Das ist nämlich kompletter Schwachsinn. Er hat herausgefunden mit seinen Kollegen und seinen Teams und hat untersucht, Menschen, die so lala zurechtkommen im Leben, hat er verglichen mit Menschen, die so richtig, vielleicht kennen Sie solche, die so, das sind Menschen, die aufblühen, die können das auch bei widrigen Umständen, das sind so widerstandsfähige, psychisch resiliente Menschen, und hat versucht herauszufinden, was unterscheidet die einen von den anderen. Und wir haben überlegt, na, was könnte das sein? Vielleicht liegt es einfach daran, dass die einen schlimme Erfahrungen machen und die anderen nicht. An dem liegt es nicht. Diese blühenden oder aufblühenden Menschen haben genauso viele negative Emotionen wie die anderen. Das gehört zu unserem täglichen Leben dazu. Das, was die ausmacht, die diese psychische Widerstandsfähigkeit haben, denen gelingt es, trotz widrigster Umstände auch noch irgendwas Gutes, was ihnen sonst widerfährt, so kleine Sachen zu sehen. Zum Beispiel, heute beim Hergehen habe ich mich gefreut, weil die Sonne so schön scheint, weil dieser Weg da herein in den Saal vorbei an schönen Pflanzen durch einen schönen Park führt. Ja, sowas bewusst wahrzunehmen und bewusst positive Emotionen zu registrieren. Das ist der Unterschied, das ist eigentlich gar nicht viel, das können wir auch so in unserem Alltag mal ausprobieren. Aber jetzt zurück zu der erlernten Hilflosigkeit. Erlernte Hilflosigkeit ist ein Zustand, in dem die betroffene Person die Erwartung hat, egal was ich mache, ich kann an meiner Situation eh nichts ausrichten. Ob ich mich jetzt wehre und was sage oder nicht, es macht keinen Unterschied. Und dieser Zustand entsteht eben, wenn das Gefühl auftritt, keinen Einfluss auf wesentliche Bereiche meines Lebens zu haben, also auf Bereiche, die mir eigentlich wichtig sind. Und wenn Versuche, zum Beispiel Mobbing und dessen Folgen zu beeinflussen, ohne Erfolg bleiben. Wenn Menschen immer wieder konfrontiert sind mit unangenehmen Erlebnissen, zum Beispiel in sozialen Beziehungen, dann erleben sie diese erlernte Hilflosigkeit, und das drückt auch dieses Wort Mobbing-Opfer aus. Sie erleben sich als ohnmächtig ausgeliefert einer Situation. Dieser Zustand hat ganz erhebliche Folgen für die Gesundheit dann auch von den Betroffenen, und zwar die Motivation, also das, was unsere Energie, Antrieb, Kraftquelle ist, die bleibt recht schnell auf der Strecke. Das heißt,
Menschen, die in solche Situationen geraten, Opfer von Mobbing zu sein, die entwickeln dann irgendwann so eine Passivität, Kraftsaftlosigkeit, wo dann ganz schwierig ist, sich auch noch aufzuraffen, Hilfe zu holen. Ich habe das auch mit Fragezeichen geschrieben, dass denen oft gar nicht mehr gelingt, selber Hilfe zu holen. Die lassen eben alles mit sich geschehen und versuchen dann irgendwann gar nicht mehr, ihre Situation zu beeinflussen. Was auch noch eine wichtige, ganz schlimme Auswirkung dieser erlernten Hilflosigkeit ist, es passiert auch was mit unseren geistigen Fähigkeiten, mit dem Denken. Das funktioniert nämlich nicht mehr so wie normal. Ja? Das Lernen von neuen Inhalten, aber auch von neuen Verhaltensweisen gelingt eben in dieser Situation der erlernten Hilflosigkeit nicht mehr. Und das ist was ganz, was Zentrales. Das heißt, der Betroffene steckt in einer Situation fest, hat keine Kraft, was zu verändern und hat auch weniger Möglichkeiten, neue Verhaltensweisen auszuprobieren, zu lernen und steckt dann irgendwie so in diesem Teufelskreis fest. Deswegen braucht es da auch ganz stark die Unterstützung und die Hilfe von außen und erklärt das, warum die Betroffenen von allein so schwierig da rauskommen. Wichtig sind auch die emotionalen Folgen, weil die ganz nachhaltig das Leben der Betroffenen beeinflussen, teilweise auch ruinieren können. Wie gesagt, ich lasse jetzt die ganzen körperlichen Folgen wie Schmerzzustände, Anfälligkeit für Erkrankungen, das lasse ich jetzt mal beiseite und konzentriere mich so auf die psychischen, auf die emotionalen Folgen. Und die reichen eben von Ängsten, also zum Beispiel Ängste, die Betroffenen entwickeln, nicht mehr an den Arbeitsplatz, nicht mehr in die Schule gehen zu wollen, sich nicht mehr diesen widrigen Umständen aussetzen zu müssen, über weitergehende Ängste, nichts mehr im Leben zu schaffen. Das kann ganz schön grundlegend eben diesen Selbstwert auch erschüttern. Was auch ganz stark auftreten kann, ist das Gefühl der Sinnlosigkeit. Ja, dieses, ich kann eh nichts ausrichten, ist eh alles schon wurscht. Aber genauso auch Traurigkeit, Verzweiflung bis zu depressiven Zuständen. Das sind eben verzweifelte, traurige Zustände, die per Definition eben länger als eine Woche, als zwei Wochen anhalten und sich auch körperlich äußern und nachhaltig das Leben der Betroffenen, aber auch der ganzen Familie zum Beispiel, des sozialen Umfeldes dann auch beeinflussen können. Interessant ist vielleicht auch ein Schlagwort, posttraumatische Belastungsstörung, habe ich da drauf geschrieben. Haben vielleicht manche von Ihnen schon gehört. Interessanterweise können so Menschen, die betroffen sind von Mobbing, ähnliche Symptome aufweisen wie eben Menschen, die so zum Beispiel einen Unfall oder einen schrecklichen Todesfall miterlebt haben. Das heißt, die bekommen Albträume, die erleben diese quälenden Situationen immer wieder in Gedanken und sind dann auch gefühlsmäßig da zurückversetzt. Also auch wenn zum Beispiel ein betroffenes Mobbingopfer in der Schule, also wenn die Schülerin, der Schüler dann zwar nicht in der Schule, aber zu Hause ist und an die Situation denkt, erlebt er genauso die gleichen Emotionen wieder. Und das kann eben auch zu Schlafstörungen führen. Das Stresssystem, das körperliche Stresssystem ist permanent hochgefahren. Die Konzentration leidet darunter. Und es können auch so Verhaltensweisen auftreten, wie eben diesen Ort oder diese Plätze, wo diese traumatischen Erfahrungen passieren, die eben dann zu vermeiden. Ja. Aber wie soll jemand seinen Alltag bewältigen, Geld verdienen oder die Schule gut absolvieren, wenn er dort eigentlich nicht mehr hingehen kann? Das versteht man eben unter posttraumatische Belastungssymptome. Was auch als Folge dieser Eskalation passieren kann, als Versuch, sich selber
zu helfen oder sich selber zu medizieren, kann man sagen, das ist das sogenannte Substanzmissbrauch. Das heißt, zum Beispiel Alkohol ist eine physiologisch, also körperlich, sehr wirksame Methode, das Stresssystem momentan zu beruhigen, ja, Abstand zu gewinnen, am Abend besser einschlafen zu können, sich zu denken, boah, ist mir wurscht, ist mir gar nicht so wichtig. Also ein Teil der Betroffenen entwickelt auch diese Strategie, um damit umzugehen und handelt sich so eigentlich ein weiteres mögliches Problem ein, in diesem Bestreben irgendwie aus dieser Situation rauszukommen und sich selber zu helfen. Was dann weitere Endpunkte sein können, ist dann alles, was geht Richtung selbstverletzendes Verhalten, also sich zum Beispiel an den Unterarmen oder anderen Körperstellen Schnitte zuzufügen, Zigaretten am eigenen Körper auszudämpfen, bis eben wirklich zu ernsthaften Gedanken, es macht eh alles keinen Sinn mehr, ihr seid ohne mich besser dran, seinem Leben ein Ende zu setzen und eben Suizidversuche bis zu wirklich Menschen, die dann versterben. Hier habe ich Ihnen ein tragisches Beispiel mitgebracht, das auch in den Medien war. Das ist ein Video, also ich habe jetzt nur den Screenshot da von Amanda Todd, einer Schülerin, die infolge von Cybermobbing und diesen ganzen Eskalationen und körperlichen und psychischen Folgen irgendwann dann an diesem Endpunkt angelangt ist und sich das Leben genommen hat. Und sie beschreibt in diesem YouTube-Video mittels dieser Karten, man sieht da eine, die sie in die Kamera hält, so ihre Geschichte des Mobbings, der Folgen. Hier haben wir die Angst, die Depression, die Panikattacken und Panikstörungen, die entstehen können. Also sie beschreibt das, indem sie diese Zettel in die Kamera hält, ziemlich eindrücklich. Kann man sich im Internet anschauen, hat mich ziemlich betroffen gemacht, auch dieses Video. Mir ist ganz wichtig, dass Mobbing, also das Eskalieren von Mobbing, aber auch dann das Umgekehrte, wie kann man intervenieren, wie kann man das wieder abschwächen, hängt immer von mehreren Faktoren zusammen. Es gibt nicht einen Grund, sondern immer so ein multifaktorelles Geschehen, nennt man das, mehrere Gründe. Das heißt, es ist so eine Wechselwirkung, auf welche Person, auf welche Persönlichkeit trifft diese Situation. Ja, ist das jemand, der sich eh gut wehren kann, oder ist das jemand, der von vornherein eher eine schüchterne Person oder so Außenseiterrolle hatte? Und beim sozialen System spielen da alle mit oder gibt es welche, die noch auf der Seite des oder der Betroffenen stehen? Und so auf der körperlichen Seite, man sieht es ganz gut an diesem Bild. Erstens einmal können körperliche Merkmale ein Grund sein, jemand auszugrenzen, aber auch die Reaktion, die Stressreaktion, die körperliche, wenn dann jemand rot wird im Gesicht und die Hände zittern, und die Schweißperlen auf der Stirn stehen, das kann auch wiederum für andere Anlass sein, da jemand dann zu quälen. Und das verstärkt sich dann gegenseitig. Umgekehrt, wenn es Ressourcen in dem Bereich gibt oder Interventionen, die genau das fördern, nämlich einen Körper, in dem ich mich wohlfühle und der Grund für Selbstsicherheit ist und den psychischen Bereich, wenn es darum geht, wieder Hoffnung zu schöpfen, ich kann was ausrichten, das Mädchen, das streicht das Im von Impossible durch, also es ist wieder möglich, was zu verändern, wenn da die Zuversicht wieder steigt und wenn Betroffene das Gefühl entwickeln, ich bin da nicht allein, da gibt es vielleicht links und rechts jemanden, der mich unterstützt, der mich nicht alleine lässt, das wäre wieder so der Ansatz, um das Ganze, die Situation zu verbessern.
Die Psychologie kann eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten Hilfe anbieten. So Gesundheitspsychologie wäre der Präventionsbereich. Notfallpsychologie wäre, wenn gerade jetzt akut was passiert ist. Und klinische Psychologie wäre so, wie kann ich den Menschen, den Betroffenen wieder helfen, Zuversicht in soziale Beziehungen zu setzen, da wieder Vertrauen aufbauen zu lernen und wieder Selbstsicherheit zu gewinnen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Die Notfallpsychologie unterstützt eben in akuten Krisen, zum Beispiel wenn sich ein junger Bursch an einer Schule aus dem Dachgeschoss stürzt und dort sozusagen am Sportplatz reanimiert wird und verstirbt. Das heißt, da gibt es immer direkt Betroffene, das können jetzt die Mitschüler in der Klasse sein, das kann die Lehrkraft sein, oder überhaupt Lehrkräfte, die diesen Schüler mit dem gearbeitet haben, das können natürlich dann auch Freunde und Eltern zu Hause sein und natürlich auch Führungskräfte, zum Beispiel der Schuldirektor. Bei solchen Situationen ist auch ganz wichtig die Zusammenarbeit zwischen Notfallpsychologie, Schulpsychologie, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, um diese Situation gemeinsam so gut wie möglich eben zu bewältigen und Unterstützung zu bieten. Das heißt, Vernetzung ist ganz wichtig, Weitervermittlung und Notfallpsychologie ist wichtig im Moment, aber auch so die nächsten Stunden, Tage, zum Beispiel zu begleiten, vorzubereiten zum Begräbnis und dann auch danach in diesem Fall. Ich komme jetzt zu diesem Spezialthema mit der Suizidalität. Wieso ist mir das so wichtig? Wovon sprechen wir überhaupt? Ich arbeite lieber mit Vergleichen als mit reinen Zahlen und ich finde, der Vergleich, der bleibt gut im Kopf, dass es in Österreich doppelt so viele Suizidtote wie Verkehrstote gibt. Viele wissen das vielleicht schon, für manches vielleicht neu. Das ist eigentlich eine bestürzende Anzahl an verzweifelten Menschen. Auch bei Kindern und Jugendlichen ist dieses Thema präsent. Gott sei Dank sinkt die Zahl in den letzten Jahren, aber es sind noch immer so um den Daumen zwischen 30 und 40 Kinder und Jugendliche, die so verzweifelt sind, dass sie sich das Leben nehmen. Und bei 10- bis 14-Jährigen ist es sogar die häufigste Todesursache und bei 15- bis 19-Jährigen nach Unfällen die zweithäufigste. Vielleicht so, um sich gemeinsam diesem Thema auch gedanklich ein bisschen besser nähern zu können. Suizid und Suizidalität ist doch ein Tabuthema. Für mich ist es ein alltägliches Thema, weil ich halt in der Arbeit damit zu tun habe, aber nicht nur in der Arbeit. Ich merke so, dass es selbst unter Fachkollegen ein Thema ist, wenn man nicht jeden Tag damit zu tun hat, wo man sich denkt, ja, also nicht so angenehm. Deswegen habe ich mitgebracht ein paar so Schlagwörter, so Klischees, die vielleicht in der Bevölkerung auch manchmal verbreitet sind und was wir dazu aus unseren Erfahrungen, aber auch so von Untersuchungen wissen. Ein Klischee kann sein, wer darüber redet, wer vom Suizid spricht, der tut es eh nicht. Ja, die reden ja noch immer und der hat schon dreimal drüber geredet und bis jetzt ist nichts passiert. Es kann schon sein, wenn das jemand sagt, dass es nicht gleich eine Minute später tut, aber umgekehrt im Nachhinein gesehen ist beim ganz großen Teil der Betroffenen nachzuvollziehen, dass die irgendwann in der Zeit vorher schon drüber geredet haben. Ja? Und irgendwann, das kann auch Wochen, Monate vorher gewesen sein, eigentlich die Möglichkeit geboten haben, da eben einzuhaken und vielleicht damals noch Hilfe gesucht haben.
ein so ein Satz kann auch sein, den ich immer wieder höre, naja, jemand, der sagt, ich bringe mich um, der will ja eigentlich nur irgendwas Bestimmtes erreichen damit, das heißt, das ist reine Erpressung. Was wirklich stimmt, also jemand, der solche Äußerungen tätigt, der ist sehr unter Druck, setzt auch seine Umwelt damit sehr unter Druck, dass Suizidalität oder Suizid ist ein sehr aggressives Thema eigentlich, weil jemand, der in die Lage kommt, seinem Leben ein Ende zu setzen, da muss schon ganz schön viel Aggression gegen andere oder auch dann im Endeffekt gegen sich selbst aufbauen und dann entladen sozusagen. Das heißt, natürlich entsteht viel Druck, aber es zeigt auch so die Not der Betroffenen an. Ein weiteres Klischee, das ich oft höre, naja, in Wirklichkeit kann man ja eh nichts tun, weil wer sie wirklich umbringen würde, ist eh nicht aufzuhalten. Ja, weil wenn sie wirklich umbringen hätte wollen, dann hätte er halt mehr Medikamente genommen oder tiefer geschnitten oder hätte sie nicht finden lassen. Ja, kommt manchmal in Diskussionen. Tatsache ist, dass ein Großteil der Suizide dann stattfindet, wenn Menschen in einer akuten psychischen Krise drinnen stecken. Umkehrschluss, wenn diese Krise abgeklungen ist, wenn Menschen in dieser Krise unterstützt werden, adäquate Hilfe bekommen, klingt meist auch die akute Suizidalität wieder ab. Und man kann nicht immer, aber ganz oft Menschen so das Leben retten. Ich komme ganz oft in diese Situation, wenn Menschen zu mir ins Krankenhaus kommen nach einem Suizidversuch. Das heißt, die wollten sich eigentlich das Leben nehmen, aber sind gefunden worden, irgendwas hat nicht funktioniert unter Anführungszeichen und landen dann bei uns. Und die brauchen dann eine Zeit, bis sie sich auch das selber, also sie sind manchmal richtig böse auf sich, warum das nicht funktioniert hätte, jetzt hätten schon alles hinter sich, aber jetzt sind da, also diesen Weg wieder zurück ins Leben zu finden, kann man helfen oder unterstützen, indem wir schauen, was ist wirklich dahinter gewesen, was war diese Notsituation und welche Hilfestellung kann man dem Menschen geben. Und ganz oft ist es so, dass sie dann von uns nach Hause gehen und sagen, boah, mei, bin ich froh, dass ich noch rechtzeitig gefunden worden bin. Ich sehe das heute, erst 14 Tage später, ganz anders. Ich habe jetzt zumindest so eine Idee, wo ich Hilfe herkriege, auch draußen, was Perspektiven sein könnten und wie es weitergehen könnte, also mögliche Wege. Und diese Krisen sind oft nur von einer bestimmten, also von relativ kurzer Dauer, die akuten Krisen. Wie spielt sich das überhaupt ab, dass jemand in die Situation kommt, sich das Leben nehmen zu wollen? Das ist in den meisten Fällen keine Handlung von einer Sekunde auf die andere, sondern es gehen mehrere Phasen voraus. Man sieht es hier ganz gut, wenn Sie diese Linie verfolgen, die startet relativ hoch und wird dann immer zum Ausgang hin enger. Das heißt, es beginnt mit einer Phase, wo Suizidalität einfach eine Möglichkeit ist mit der Erwägung und wo sich Personen das überlegen und als Problemlösung in Betracht ziehen. In der zweiten Phase, wo es so um Abwägung, Ambivalenz geht, da schwanken die Personen und überlegen sich, wäre das ein Ausweg, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und da kommen so Ankündigungen wie, ich halte das alles nicht mehr aus oder ihr seid, ich falle euch eh nur mehr zur Last, am besten ist, ich bin nicht mehr da. Ja.
Aber das heißt noch nicht, dass das dann morgen der Suizid stattfinden muss, sondern das ist eben diese Phase des Abwägens der Ambivalenz. Und die letzte Phase ist die Entschlussphase, wo für Betroffene klar ist, dann und dann passiert es, dann werde ich es tun. Da sind dann nur mehr indirekte Suizidankündigungen der Fall. Wir schauen uns diese Phasen noch einmal genauer an. Also diese erste Erwägungsphase, wo der Suizid in Betracht gezogen wird, wo stark eine Rolle spielt, wie gut ist das soziale Netz und wo so Suizide im Umfeld oder die über die Medien berichtet werden, auch so ein bisschen eine Wirkung haben können, so in Richtung sogenannter Werteeffekt, also so Nachahmungssuizide können vorkommen. Und wo die Aggression noch nicht so zum Ausbruch kommt, sondern eher noch gehemmt ist, aber sich jemand schon sozial eher zurückzieht. In der zweiten Phase, in der Abwägungsphase, eben wäre Suizid ein Ausweg, da passiert so ein Schwanken, da findet eine Bilanzierung statt. Was spricht dafür? Dann hätte ich alles hinter mir, ich müsste mich nicht mehr um meine finanziellen Sorgen irgendwie bemühen. Aber auf der anderen Seite, ich habe noch meine Kinder oder es gibt Freunde und denen möchte ich das nicht antun. Die möchte ich nicht im Stich lassen. In dieser Phase findet sehr wohl Kontaktsuche statt und so Hilferufe. Ja. Wenn es dann wirklich Richtung Endphase geht, also Richtung Entschluss, dann ist sozusagen diese Abwägung für den Suizid ausgegangen und dann passiert was ganz Interessantes. Nach außen scheinbar beruhigt sich die Situation, wo wir Angehörige dann im Nachhinein sagen, wissen's, eigentlich habe ich mich gefreut, weil vorher hat er immer von diesen Problemen erzählt und wie belastend das ist und dass er keinen Ausweg sieht und dann hat er über das nicht mehr gesprochen, hat ruhiger gewirkt, hat sogar wieder lachen können, also so eine manchmal fast gelöste Situation. Das kann dadurch entstehen, wenn Betroffene sich wirklich dazu entschlossen haben, dass sie sich erleichtert fühlen dann dadurch, weil also sie denken, naja, in 2 Tagen ist es eh vorbei. Oder in 3 Tagen oder länger. Und das kann nach außen hin so ausschauen wie, naja, es ist eh schon die Situation wieder alles gut. Aber es könnte so diese Ruhe vor dem Sturm sein. Und in dieser Phase gibt es eher keine direkten, sondern indirekte Ankündigungen, wenn überhaupt, und so Vorbereitungshandlungen, also Medikamente sammeln zum Beispiel oder Sachen verschenken, die mir eigentlich wichtig sind oder sich noch einmal besonders zu verabschieden von Menschen bis zur Suizidhandlung dann. Ich habe da jetzt einen kleinen Teil auch dabei zum diesem Stichwort Einfluss der Medien, weil das eine Zeit lang ganz groß auch Thema war, zum sogenannten Werteeffekt, zu diesen sogenannten Nachahmungssuiziden. Das ist ein Begriff, der von dem Roman Die Leiden des jungen Werther von Goethe stammt, wo nach diesem Erscheinen dieses Buches so eine verstärkte Welle von Suiziden beschrieben ist, sodass dieses Buch eine Zeit lang sogar verboten war. Und dieser Effekt kann eben betreffen, dass Menschen den ähnlichen Suizidort oder eine ähnliche Methode wählen. Besonders stark kann das der Fall sein, wenn es um prominente Menschen geht. Ich schaue auf mein Zeitbudget, da habe ich schon Zeichen gesehen. Das war ungefähr vor 15 Jahren ganz großes Thema, zum einen als eine junge Österreicherin sich mit einem Norweger zum Suizid verabredet hat im Internet und die dann von einer Klippe gesprungen sind und wo dann ganz großer Aufschrei war, diese neuen Medien, die
die bringen unsere Kinder um. Also es gibt viele Möglichkeiten im Internet, von Suizidforen bis sich zu verabreden in Social Networks eben zum Suizid. Wichtig ist, seit dieser Zeit gibt es eben auch, sind entwickelt worden Guidelines für die mediale Berichterstattung von Suiziden. Eben nicht reißerisch darüber zu berichten und eher so die Hilfemöglichkeiten in den Vordergrund zu stellen. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Online-Tagebuch, das ein Betroffener auch so um 2000 herum verfasst hat, wo er seine Verzweiflung ausgedrückt hat. Diese Suizidforen sind sehr verteufelt worden, weil wir gesagt haben, naja, das bringt der Menschen erst auf die Idee, das zu tun. Untersuchungen zufolge ist das nicht so, sondern ein bisschen differenzierter zu sehen, dass für viele das einen entlastenden Effekt hat, irgendwo offen darüber sprechen zu können. Also es sind infolge dieser Suizidforen keine Anstiege der Zahlen zu verzeichnen gewesen. So, das heißt, Gefahren können eben sein, so Ansteckungsimitationseffekte und auch Methodendiskussionen, aber vielleicht, was gibt es für Ergebnisse dazu? Das, was im Vordergrund steht, ist eigentlich so diese Enttabuisierung, also dieses drüber sprechen können, anonymer, unzensierter Austausch, was von den Betroffenen als sehr hilfreich erlebt wird und auch so moderierte Foren, wo Hilfemöglichkeiten dann eben auch angeboten werden. So, ich springe ein bisschen schneller weiter, um Ihnen das noch mitgeben zu können, was so in der täglichen Arbeit, egal wo wir tätig sind, hilfreiche Tipps sein können, mit solchen Situationen umzugehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, egal wie, in welcher Situation, welche Person das betrifft, wenn so Ankündigungen, so indirekte Sätze kommen, nicht weghören, sondern hinhören, immer ernst nehmen. Weil entweder, wenn ich dann anspreche, aha, wenn du das so und so erzählst, meinst jetzt, heißt das jetzt, du überlegst, dass du dir das Leben nehmen willst, dann merke ich gleich an der Reaktion, ob wirklich mehr dahinter steckt, ob ein Leidenszustand dahinter steckt, oder ob jemand sagt, ups, na, das war jetzt so dahingesagt und danke, dass du mich dann auch fragst, aber eigentlich so und so meine ich das und so Gott sei Dank nicht. Ja. Also immer ernst nehmen ist eine wichtige Devise, nachfragen. Und da braucht man aber auch Mut dazu, das anzusprechen, weil will ich das überhaupt wirklich wissen? Was ist, wenn der wirklich suizidal ist? Was mache ich dann? Also es sind auch viele Unsicherheiten und Ängste auch von Professionisten manchmal damit verbunden. Und ich merke, es macht auch einen riesen Unterschied, ob ich jetzt in meiner Arbeit oder in der Klinik damit zu tun habe oder ob eine Bekannte mich fragt, du, wenn das und das der Fall ist, wenn jemand das und das sagt, wie reagierst du da? Und ich komme drauf, das ist jemand, den ich vielleicht sogar kenne. Ja, das macht ganz anders gleich hilflos und betroffen, als wenn man so seine Strategien hat, wie man normalerweise da vorgeht. Also gut ist, den Mut haben, das anzusprechen. Die häufigsten Reaktionen, wenn ich Betroffene so frage, haben sie das nie mit irgendjemandem besprechen können, dann sagen die oft, naja, habe ich mal versucht, so eine Andeutung zu machen, das, was ich dann gehört habe, war, entweder gar nichts oder red nicht so blöd, das meinst du nicht wirklich so. Oder im besten Fall vielleicht, das wird schon wieder. Ja. Alles verständliche Reaktionen aus Angst, Unsicherheit heraus oder auch aus guter Meinung heraus führen aber oft dazu, dass sich Betroffene dann in ihrem Kommunikationsverhalten noch mehr zurückziehen, noch mehr isolieren. Und das fördert natürlich dann diese Entwicklung. Und ganz wichtig ist,
wenn man mit dem Thema konfrontiert ist, sich auch selber Hilfe holen, jemand, der sich mit dem Thema vielleicht noch besser auskennt, der man sagen kann, was kannst du wie machen. Vielleicht noch wichtig, so einen Satz zum Mitnehmen: gelungene Beziehung, und auch wenn das nur eine Gesprächsbeziehung ist, die wir gerade aufgebaut haben, wirkt antisuizidal. Das heißt, ich versuche den anderen zu verstehen, warum das jetzt ein Notsignal ist, ich versuche den dort abzuholen, wo er ist. Das ist manchmal gar nicht so leicht, sich in diese Situation hineinzuversetzen. Versuche Interesse zu zeigen, versuche dann nicht zu sagen, na, mach das oder mach das, also keine so Ratschläge. Spreche es auf jeden Fall an. Und wichtig ist eben alles, was diese Gesprächsbeziehung fördert. Da sind vielleicht noch, weil ich gesagt habe, alles, was Gesprächsbeziehung fördert, so ein paar Sachen an Sätzen, die man da in der Situation nicht sagen sollte, weil sie die Beziehung gefährden, die aber ganz schnell irgendwie einem rausrutschen. Das kann sein eben, wird schon wieder oder reißt jetzt zusammen oder ja, so ist halt manchmal das Leben. Das sind eher so, ist eher der Ausdruck meiner eigenen Hilflosigkeit und schadet der Gesprächsbeziehung. Hier ist nochmal so ein Überblick über die notfallpsychologische Versorgungskette. Das geht eben von psychosozialer Erste Hilfe bis eben auch Weitervermittlung für die, wo sich herausstellt, die mehr brauchen. Zum Schluss schließt sich der Kreis, ich komme nochmal zur Resilienz, also zu dieser psychischen Widerstandsfähigkeit. Alles, was Menschen Sicherheit gibt und das Gefühl von Verbundenheit, das heißt, du bist nicht allein, ich bin bei dir, das hilft eben, um psychische Gesundheit zu fördern. Und auch dieses Gefühl, selber was ausrichten zu können, selbst und kollektive Wirksamkeit. Und wieder Hoffnung zu bekommen, auch aus einer noch so schwierigen Situation, mit Hilfe, mit Unterstützung wieder rauszukommen. Auch wenn ich das Gefühl habe, da gibt es keinen Ausweg mehr, aber ich bekomme die Möglichkeit, die Unterstützung, wieder einen Weg zu finden. Ich habe dann noch ein paar Literaturhinweise, die haben Sie dann in den Unterlagen, und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen guten Kongresstag.